Jannika Sprunger, jung, attraktiv, erfolgreich. Mittlerweile lebt die Springreiterin in den Niederlanden. Der Longines CSI Basel ist für die Schweizerin also sozusagen eine Rückkehr nach Hause. Ich bin immer sehr, fühle mich immer sehr willkommen hier und gut aufgehoben. Und so mit dem Erfolg hier ist es immer so ein bisschen so eine Sache. Also ja, der große Erfolg in Basel blieb bis jetzt aus, aber wir versuchen es einfach weiter und machen unser Bestes und hoffe, dass die Leute das sehen können und halt trotzdem auch zufrieden sind. In diesem Jahr ist Jannika allerdings ohne ihr Olympia-Pferd Bonchance beim Fünf-Sterne-Turnier. Es ist natürlich immer ein bisschen so eine Sache mit den Top-Pferden halt genau in Basel im Schuss zu haben. Jetzt Bonchance ist nicht hier mit dabei, ich habe mich für Genf entschieden. Alles kann sie leider nicht machen. Die Außensaison für sie steht natürlich wieder im Vordergrund. So, das heißt, ich bin ohne mein Bestpferd hier und wir versuchen natürlich einfach so auch unser Bestes zu geben. Auf der Weltrangliste steht Jannika Sprunger auf Platz 63. Im Moment wird es schon noch ein bisschen was nach oben drin liegen. Also das ist schon so, aber beklagen kann man sich natürlich nicht. Für mich ist immer das Wichtigste, dass ich die Pferde gesund habe, dass ich sie einfach gut präsentieren kann, dass wir unser Bestes zeigen können, was dabei rauskommt, mit dem sind wir zufrieden. Natürlich denke ich, mit so einem Spitzenpferd wie Bonchance und auch so tollen Pferden nebendran, sollte es schon noch dieses Jahr ein bisschen mehr drin liegen, noch ein bisschen weiter nach vorne zu kommen. So in der Nähe der Top 30 wäre schon schön. 2016 war für die Schweizer Springreiterin ein durchwachsenes Jahr. Träume sind eigentlich wahr geworden. Wir hatten eine riesen Erfahrung mit Rio. Es war aber auch sehr vollgepackt mit Höhen und Tiefen, weil ich da gerade, als ich abgereist bin für Rio, habe ich meinen Kompi verloren zu Hause. Und das war ein bisschen schwierig. Und dann mit Rio, ich war so stolz auf mein Pferd und auch auf unser ganzes Team. Trotzdem konnten wir dann nicht am Finale teilnehmen, was wieder ein bisschen Rückschlag war, was für mich auch ein bisschen traurig war, aber so ist der Sport. Mit ihrem Top-Pferd Bonchance will sie erst in der grünen Saison wieder an den Start gehen. Mich und Bonnie, weil jetzt Weltcup für mich eigentlich auch nicht mehr so in Frage kommt, denke ich, dass ich mit ihr dann draußen wieder anfange und vielleicht mit so einer kleinen Tour via Arezzo oder so anfange, wo sie ganz ohne Druck und einfach bei super Bedingungen sich wieder zurückfinden kann in den Sport. Und dann geht es dann los wieder mit größeren Einsätzen. Und nicht nur die Schweizer Pferdesportfans werden Jannika Sprungers Weg an die Weltspitze mit Spannung weiterverfolgen.